Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monia und heute möchte ich mit dir einen Schlaftracker für dein Bullet Journal malen und dann noch ein kleines Faultier hinzufügen. Dafür brauchst du natürlich erst einmal dein Bullet Journal, dann die Zebra Mildliner, das Faber-Castell Bleistiftset oder jeden anderen Bleistift, ein Stabilo-Pen, ein Radiergummi, den Micron Fineliner und die Friction Highlighter. Dann geht's auch schon los. Ja, zunächst einmal zeichne ich mir das Grundgerüst vor. Ja, ich lasse oben ein bisschen Platz, aber eigentlich nur, ja, weil es schöner aussieht, ne? Und dann kommen oben die Kernstunden hin, die ich schlafe. Und auf die linke Seite kommen die Tage des Monats. Das heißt, ich schreibe alles von 1 bis 31 hin. Und oben, ja, ich gehe immer so gegen ja, 10, 9, 10 Uhr oder halb 10, 10 Uhr ins Bett. Und schlafe dann bis 5, 6 Uhr, ne, je nachdem. Und diese Kernzeiten werde ich mir da eintragen. Es kann für dich natürlich anders sein. Und dann änderst du das einfach dementsprechend ab. Ne? Du siehst schon, ich male dann hier meinen Strich einfach ein bisschen länger und habe auch ein paar Stunden davor und danach gemalt. Und jetzt zeichne ich mir hier die Kernzeit ein sozusagen. Also in der Zeit, ja, da sollte ich auf jeden Fall im Bett liegen. Ich schreibe hier jetzt schon mal den Titel des Spreads an den Rand. Das kann sich gleich aber noch ändern und ich möchte das natürlich auch nachziehen, aber naja, für das Erste reicht das erstmal. Und jetzt kommt auf die rechte Seite mein Faultier. Ja, also Faultier passt ja irgendwie gut zum Schlafen, ne? Deswegen, das soll jetzt hier so reinhängen an einem Ast und den zeichne ich jetzt erst einmal. Wenn dir das zu schwierig ist oder wenn du wissen möchtest, wie genau ich den gezeichnet habe, du findest unter dem Video immer einen Link zu unserem Shop und dort gibt es ein Freebie. Ja, das zeigt dir ganz genau, wie du dieses Faultier zeichnest. Das kannst du dir runterladen und ausdrucken und es dann selbst ausprobieren. Und wenn du gar keine Lust hast, alles zu malen, ja, dann gibt es noch den Tracker. Ja, den findest du ebenfalls in unserem Shop und kannst das ausdrucken, in deinen Bullet Journal reinkleben oder auch mit Graphitpapier übertragen. Das ist auch noch eine Möglichkeit, hier mitzumachen, ohne dass du selber zeichnen musst. Ja, also falls du mal keine Lust hast, ne? Ja, sobald ich mit dem Aufbau so einigermaßen zufrieden bin, dann fange ich an, alles mit dem Micron Fineliner nachzuzeichnen. Hier an dieser Stelle kann ich immer noch so ein paar leichte Veränderungen vornehmen. Ich werde wahrscheinlich auch nicht die Zahlen ganz genauso treffen, wie ich sie vorher mit dem Bleistift geschrieben habe. Aber das ist gar nicht schlimm, ne? Also Hauptsache, es ist alles, hat seine Ordnung und vor allen Dingen die Abstände passen alle. Das ist für mich jetzt erstmal das Wichtigste, ne? Und das Ganze soll ja auch selbstgemacht, selbstgeschrieben aussehen. Und deswegen finde ich es auch gar nicht so schlimm, wenn alles nicht hundertprozentig gleich und eben aussieht. Jetzt male ich noch das Faultier nach, was hier am rechten Rand hängt, ja, hängt mit Bleistift zumindest, und male das jetzt mit dem Micron Fineliner nochmal nach, so dass man das Ganze nicht mehr sieht, also dass man nicht mehr sieht, dass ich das mit Bleistift vorgemalt habe. Und sobald ich fertig bin, ja, dann radiere ich natürlich noch die restlichen Bleistiftlinien weg.
Im nächsten Schritt male ich noch einmal die Überschrift oder hier im Prinzip die Seitenschrift mit dem Sleepblock noch einmal nach mit dem Micron Fineliner und verstärke dabei immer alle Linien, die nach unten laufen, sodass das Ganze ein bisschen nach Kalligrafie-Schrift aussieht. Ich finde das immer sehr schön und hier passt es jetzt auch gut zum Rest des Spreads. Ja, jetzt kann ich auch schon mit dem Kolorieren loslegen. Jetzt nehme ich erstmal die Sabra Mild Liner und male das kleine Faultier an. Das kriegt natürlich ein schönes Braun. Und gleich versuche ich das Ganze noch so ein bisschen zu schattieren, indem ich nochmal drüber gehe. Aber im Großen und Ganzen wird es braun und grau. Ähnlich wie die Brush Pan geben auch die Sabra Mild Liner ja recht viel Farbe ab, sodass nicht nur kleine Farbtropfen entstehen, sondern wenn ich nochmal drüber gehe, das Ganze auch noch etwas dunkler wird. Schön ist auch, dass ich hier zwei Spitzen habe, wie du jetzt sehen kannst. Ich habe hier jetzt die dünne Spitze für die ja, kleineren, feineren Enden hier genommen und mal das damit aus. Dann kann ich ganz einfach von vorne nach hinten wechseln und so ordentlich mein Faultier ausmalen. An dieser Stelle gebe ich jetzt auch noch mal der Überschrift ein paar Verstärkungen sozusagen mit dem pinkfarbenen Stift, weil den nehme ich jetzt auch gleich, um hier die Schlafzeiten einzumalen, ja zumindest die ersten von den ersten Tagen. Und dann kann ich immer so ja einfach einmal mit dem Stift entlang malen und dann sehe ich schon wie viel ich geschlafen habe und vor allen Dingen auch ob ich in den Kernzeiten bin, die ich eigentlich so schlafe. Ja.
so sieht das dann hinterher aus. Das wird dann natürlich ganz farbig, ja, also du malst natürlich jeden Tag des Monats nach und dann hast du einen schönen Überblick darüber, ob du lange genug schläfst und vor allen Dingen zu welchen Zeiten du schläfst. Ja, das ist es auch schon von mir für heute. Ich hoffe, dir hat dieses kleine Tutorial gefallen und ja, ich hoffe auch, ich sehe dich im nächsten. Dazu vergiss nicht, die kleine Glocke anzuklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, sobald ich ein neues Video hochlade und abonniere unseren Kanal. Hinterlass uns vielleicht sogar einen Kommentar. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Und dann sehe ich dich hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!